Und weiter geht's. So, einmal aufwärmen. Der hat immer noch irgendetwas. Irgendwas hat er noch. Wahrscheinlich wegen dem Schmerz. Ich könnte mal ausprobieren, die Painkiller. Einfach nur mal zum Testen. Ach, die muss ich auch einzeln für die Sachen nehmen. Geheilt. Verbrennung ist geheilt. Ah, guck mal, jetzt geht es mir schon wieder viel, viel besser. Er hält immer noch sein Streichholz fest in der Hand. Könnte ja auch so eine Reihe von Lagerfeuer machen, ne? Feuerchen, das geht aus, ne? Nee. Aber es wärmt mich auch nicht wirklich, weil ich hier in der offenen Wildnis bin, ne? Das ist das Problem. Nimm doch mal die Streichhölzer aus der Hand. Wie mache ich das? Keine anderen Lichtquellen im Inventar. Was ist jetzt los? Achso, jetzt hat er das Feuer wieder ausgewählt. Ah, ich weiß wie. So. So, wunderbar. Ah, es steigt langsam. So, Hunger kriege ich wieder, aber mit dem Häschen wird sehr, sehr schwierig werden. Sehr, sehr schwierig. So, mal ein bisschen regenerieren und dann starte ich los direkt. Plus 5 Grad, wunderbar. 5 Grad ist gut. Besser als nichts, ne? Besser als nichts. So, supi, komm. Attacke. Ist da eine Höhle? Och, ey, was ist mit dir, Junge? Wenn das eine Höhle ist, könnte ich... Ach, jetzt hat er wieder Hunger. Ich krieg doch keinen Hasen. Das wäre so gut, wenn ich den kriegen würde, ne? Das wäre so gut, wäre das. Ach, guck mal, wie schnell das abbaut. Ach, keine Chance. Verdammter Hase, du. Scheiß auf dich, wirklich. Ich gehe jetzt, nee. Boah, das gibt's ja nicht. Ich muss irgendwas anderes finden. Irgendetwas in der Zivilisation da hinten. Irgendwie. Irgendeine Chance. Zur Not muss ich gleich nochmal ein Feuer anmachen. Was ist das hier? Turm da entlang. Okay, zum Turm. Wir gehen zum Turm. Auf zum Turm. Sicher, sicher. Da gibt es aber keine Hütte, es ist wirklich nur ein astreiner Turm oder was. Ja, Unterkühlungsrisiko ist am Start, wunderbar. Hat mir vielleicht irgendjemand Nahrung hier gelassen oder so? Nee, ne? Da ist jemand erfroren, ne? Hallo, Leiche durchsuchen. Kleiner Leichenschänder hier, Schmerzmittel. Mehr hast du nicht, nichts zu essen? Oh, da ist eine ganze Stadt. Maybe, maybe yes. Ist das eine Höhle? Nein. Ein kleiner Durchgang. Ja, wir gehen jetzt schnell zu der Bude. Zu einer Bude hoffentlich und machen da nur ein Feuer an oder irgendwie so. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich kann ich die benutzen, die Hütten da. Ah, guck mal, da sind wir doch schon. Und dann wärmen wir uns mal einmal ordentlich auf. Und ja, dann wird die nächste große Herausforderung. Smoke from that chimney. Okay, dann wäre es ja gar kein Stress, wenn da Smoke ist. Schnell dahin. Hello? Anyone out there? Stelle deinen Zustand wieder her, indem du dich ausruhst. What happened here? Der hatte wohl nichts. Ein Beil! Nimm mit! Geil. Damit kann ich dann schneller die Sachen zerlegen schon mal. Aber wir müssen erstmal rein. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Wir gehen rein. Klopf, klopf, ich bin da. Oh, wunderbar. Wärmen. Hello? Hallo? Egal, wer hier ist, ist mir egal. Anybody here? Gib mir das. Hey. Hey, wake up.
Holy shit! Wait! Hold your fire! Get back. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane, I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen, could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Waffe, wer bist du? Was habe ich denn jetzt? Wie mache ich das denn? Stadt, wer bist du? Die Waffe? Blau? Sitting here with a rifle in your hand. You expecting trouble? Trouble? Trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. Wer bist du? Name's Mackenzie, by the way. Bin Detektiv eigentlich, ne? Ich bin Mackenzie. And you are? Nehm dich fest. I had a name once. But for years the townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life. Such that at one point... Bin froh, jemanden gefunden zu haben. ...becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Böse Männer? Who are the bad men? The men, they pass through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. She is. Then there is always hope. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak, but they underestimated Grey Mother. Das richtig. It seems they did. Absolut. Vorräte. Hast du Vorräte? Gib mir deine Vorräte. Oh, jetzt habe ich falsch geklickt. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for help, you won't find any out there. You're on your own. We both are. Vorräte? I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel. Or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything.
And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. Without gear, I won't make it. Das ist richtig. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the Night of the Lights. Und gib mir deine Waffe. That way, maybe we can help each other. Okay, outsider. Greymother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboard. Alte Greyhound, der. But she'll try. Okay, machen wir. Kann ich jetzt auch mal gehen? Ich wollte jetzt eigentlich nicht ihre ganzen Geschichten hören. Hey, ich dachte, ich hätte mich so aufgewärmt, ne? Plus 20 Grad. Ich müsste hier schwitzen. Oh, du bist aber eine ganz kleine. Such an der Tankstelle nach weiteren Vorräten. Ich muss mich erstmal aber einmal aufwärmen. Ich habe Hunger. Hast du was zu essen? Ich habe noch was zu essen, glaube ich. Nee, ich habe nichts mehr zu essen. Ich hätte nur noch was zu trinken. Rein damit, komm, egal. Das füllt ein bisschen die Nahrung auch. Guck mal, schön. Bisschen aufwärmen. Und du sitzt hier so, wie machst du denn dein Feuer an? Wo kriegst du denn das Holz her? Gib mir doch mal dein Gewehr. Was ist das? Ach, guck mal, ich werde sogar hier drin warm. Ist dunkel. Du hast es hier dunkel. Du hast hier echt gar nichts, ne? Du hast hier nichts. Ach, hier geht's noch weiter. Aber es ist verdammt dunkel. Ich sehe gar nichts. Holy shit. Viel hast du hier nicht. Will ich dir mal sagen. Aber ich habe ein Beil. Kann ich das als Waffe nutzen? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Waffen. Auswählen. Steine. Ich werde nicht mehr. Tagebuch. Navigation. Lichtquellen. Habe ich nur die Streichhölzer. Alright. Trinken hätte ich nur das Trinkwasser. Erste Hilfe. Da habe ich ein paar Sachen. Was? Eine Schneehütte? Was ist denn eine Schneehütte? Warten? Feuer machen. Ich könnte auch warten, damit ich das ein bisschen beschleunige. Ah, okay, damit ich dann ein bisschen mich erwärmen kann, ein bisschen schneller, könnte ich jetzt auch warten. Pass auf, Greyhound. Ich werde jetzt rausgehen und gucken, ob ich irgendwas finde zu essen. Ich habe Hunger. Ich muss unbedingt irgendwas finden. Schokoriegel oder so. Ich finde hier nie im Leben raus. Das ist so dunkel hier. Da, Haus verlassen. Holy shit, bitte lass es jetzt nicht abends sein. Oh, verdammt. Da kann ich dann Feuersachen reinpacken. Durchsuche Behälter. Ein Hühnchen haben die auch hier. Schweinchen auch. Ein Auto. Hallo, ich bin hier oben. Gucken, ob Post gekommen ist. Checken wir doch einmal. Nee, ist nicht. So, Milton. Gucken wir mal, was der gute Milton macht. Da kommen wir aber nicht rein, oder? Doch, wir kommen rein. Das ist jetzt alles dunkel wie Sau, ne? Guck's dir an. Was ist das denn? Das ist doch eine Verarsche, oder? Bank von Milton, ich sehe gar nichts. Kann ich die Streichhölzer nutzen, wirklich als Feuerquelle? Also wirklich auch anzünden? Ja. Yo. Okay. Karton, Zeitungspapier. Einmal den schnellen hier machen. Eine Tastatur. Kaffee. Radio. Irgendeine Lampe oder so bräuchte ich. Das wäre jetzt geil. All I can think about is food. Gut. Gut. Das Streichhölzer. Unbrauchbar. Was ist los?
Ja, aber so wäre das in Wirklichkeit. Es wäre alles dunkel wie Sau. Wir könnten jetzt hier natürlich ein Feuer anzünden, damit uns ein bisschen wärmer wird. Aber ich hätte jetzt gerne eine Leuchte, ne? Oh, kein Cash mehr. Ach, verdammt, ey. Dauert trotzdem noch 9 Minuten, einen verdammten Karton zu zerlegen. Darfst du keinem erzählen. Wollfäustlinge, nimm mit. Aufgerollte Zeitung. Nochmal ein Karton. Ja, ja, das ist gut, das brauche ich. Das Spiel hat sich hier wieder... Ich weiß nicht, warum er manchmal aus den Spielen raustippt, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Zeitung, Zeitung. Pass mal auf, ich bräuchte eine Fackel oder so. Die Frage ist, kann ich überhaupt eine Fackel mehr, nee, für eine Fackel benötige ich Lampenöl. Geil. Das heißt, ich habe wirklich jetzt hier nur diese kleinen Streichhölzer, um mal eben schnell zu gucken und das Nötigste mitzunehmen, was ich hier finden kann. Und das war's dann auch schon. Dann kann ich schon wieder rausgehen jetzt hier und zur nächsten Hütte kommen. Das macht ja keinen Sinn hier. In der Bank, was soll ich denn auch in der Bank? Ja? Geld ziehen, ein bisschen schwierig. So, kann ich Autos plündern? In Fahrzeug einsteigen könnte ich sogar. Neue Fahrzeug hat Unterschlupf vor Wetter und Wildtieren. Ah, cool, nice. Kann ich nie auf den Sitz? Ah, Handschuhfach, das habe ich gesucht. Bitte. Was war? Nichts drin? Das ist eine traurige Geschichte. Radio? Ohne Strom schwierig, mein Freund. Okay, verlassen wir das Ganze mal. Und gehen mal weiter ins nächste Fahrzeug. Verrat, eine kurze auf einen Fetzen Papier gekritzelte Notiz, Text lesen. Ich habe ihn wie versprochen verlassen und hier gewartet, wie du es mir gesagt hast. Wo bist du? Es wird zu kalt, um hier herumzusitzen. Hol mich beim alten Postamt ab, sobald du kannst. Und dann nichts wie weg von hier. Wenn du bis Mitternacht nicht da bist, gehe ich alleine. Nimm mit. Leer, super. Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, hier was rauszubekommen? Was ist denn mit dem Kofferraum? Warte mal, Kofferraum. Nichts, was ist denn mit euch? Wir gehen rein. Nee, geht nicht. Da ist noch ein Auto. Ich muss unbedingt was zu essen finden, ne? Das gibt's doch nicht. Die haben gar nichts hier drin, außer eine aufgerollte, beschissene Zeitung. Das gibt's nicht. Okay, wir gehen raus. Wir gehen in die nächste Hütte rein. Wenn ich da irgendwo mal reinkomme wieder, aber die Hütten sehen nicht so aus, als könnte ich da überhaupt rein. Da war Hundi. Da ist Wolfi. Wolfi sind feindlich, glaube ich. Wenn der mich angreift, ne, ich bin sofort weg. Deswegen wäre so eine... Keine Ahnung, wo der ist. Ja, perfekt. Oh. Da ist er. Verdammte Hund, du. Ach, das kann nicht wahr sein. Hier gibt es gar nichts. Das ist leergefegt. Hier bis zum geht nicht mehr. Da ist noch ein Häuschen.
Aber wer sagt mir denn, dass ich da reinkomme, ne? Das ist die Sache. Ich versuch's. Hier ist auch noch ein Häuschen direkt. Da ist auch eine Tür. Da kann ich rein. Da kann ich rein. Milton. Milton Haus. Oh, ein Kochtopf, nimm mit. Ja, geil. Ein Toaster, nimm mit. Bügelsäge zum Zerlegen benötigt. Natürlich. Mikrowelle, öffne dich. Tee, Kräutertee. Trinken. Geil. Verbessertes Ausruhen. Wunderbar. Na, kann ich mich ein bisschen besser ausruhen. Das ist doch schön. Wasser wird auch wieder nicht funktionieren hier. Aber das ist ja noch egal. Denn wir haben ja Gott sei Dank Schnee. Überall. Oh, yo! Nice. Oh, das ist so ätzend, ne? So, auf. Mal ein Test. Was ist anzünden? Ich kann kein Lagerfeuer in geschlossenen Räumen anzünden. Alright, schade. Was ist Streichhölzer? Hallo? Hä, ich hatte doch gerade die Streichhölzer in der Hand. Da. Oh. Ofen durchsuchen. Kräutertee nimm mit. Da kann ich aber nicht lange was machen, ne? Also meine Streichhölzer sind gleich. Ja. Und dann öffnet der noch nicht mal. Doch, macht er. Ja, perfekt, auch nichts drin. Okay, wir müssen irgendwas finden, wo wir vielleicht hier drinnen Feuer. Ich brauche unbedingt Öllampen, irgendwas, sondern Gedöns, irgendwas. Kamin, hier, perfekt. Feuer machen. Mach Feuer. Geil. Einfach reingeworfen, ne? Wenigstens mal so ein bisschen Licht. So ein ganz kleines bisschen. Well, that didn't work. Was? Warum nicht? Hä? Hallo? Wo bin ich? Kamin? Brennen. Oh, puh. Come on. Ach, was willst du mich denn verarschen, oder was? Was ist das denn hier? Boah, das ist echt gut dunkel. Ich hab einfach ein Buch. Nimm mit, einen Stuhl. Den könnte ich zerlegen, kriege ich Altholz. Machen wir. Dauert eine Stunde, kostet 200 Kalorien. Aktuell habe ich nur 199 Kalorien. Ich sterbe so langsam vor mich hin. Was ist denn das mit dem Kamin hier eigentlich? Nimm mal das Zeitungspapier, nimm mal den Zunderbeutel, das Buch nimmst du auch mit. Foto, egal. So, nimm mit. Nimm alles mit, da ist nochmal eine Tür. So, und jetzt versuch das nochmal. Feuer machen. 95%ige Erfolgschance. Was möchte er denn? Wenn du jetzt nochmal ausgehst, ne? Ja, now we talking. So, pack noch mal ein Buch hier rein. Nee, das ist irgendwas Wichtiges. Hier, Stöcker. So, supi. Wunderbar. Die Schublade ist leer, toll. Bügelsegel. So, Haus verlassen, schade. Ja, also Feuer machen hier drin bringt mir auch nichts, wenn wir mal ehrlich sind. Die Schmerzen sind geheilt. Weil ich muss jetzt hier weitergehen und dann wieder weiter suchen und das ist so dunkel.
stuff will come in handy. Da ist er schon wieder aus. Kann ich das nicht ein bisschen heller hier machen? Ich habe das schon sehr, sehr hell eingestellt eigentlich hier alles. So, Handtuch. 8 Minuten, zerleg das mal, kriege ich ein bisschen Stofffetzen raus. Und in der Zeit ist natürlich mein Streichholz auch ausgegangen. Ich aß hier mit den Streichhölzern rum, als hätte ich ohne Ende was. Aber... Trinkwasserquelle. Nehmen wir mit. So, hier wäre ein Bett. Verbrannte Kalorien 300. Würde mich das kosten. Kalorienreserve 6. Also wenn ich 8 Stunden schlafe, hätte ich... Ich weiß ja nicht, wie spät wir jetzt haben. Schlaf mal 8 Stunden, dann hätte ich noch Kalorienreserve 3 Stunden. Ja, pass auf, machen wir anders. Dann, esse ich erstmal etwas. So. Und dann schlafe ich mal. 8 Stunden. Damit ich auch ein bisschen fitter mal bin. Und vielleicht ist es dann ja heller. Wäre auf jeden Fall mal richtig schön. Verbessertes Ausruhen.